Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu Forza Horizon 4 und Klugi, Robli und ich stürzen uns wieder in die PvP-Abenteuer. Hallo ihr zwei. Hallöchen. Während mein Auto, mein Ford Mustang Unicorn hier freudig vor sich hinbackt. Ich habe den einfach mal genommen. Ich weiß nicht, ob ein Drifter eine gute Idee ist. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Scheiß die Wand an. Wird sich zeigen. Genau. Ja. So. Was machen wir denn jetzt Schönes? Und der Robli ist im Gegnerteam. Und ich bin. Nee, ich bin im Gegnerteam. Du bist im Gegnerteam. Ah. Das wird dann wohl Verräter 3.0. Tja. Oder nur wenn ich auf dem ersten Platz bin. In dem Fall ist es dann nicht Verräter, in dem Fall ist es dann. Spion. Der eingeschleuste Spion oder so. Was fahren wir eigentlich? Achso. Freeroam Rush wieder. Das ist eine super Idee, mit einem Drifter über die Wiesen zu fahren. Das ist eine super Idee. Ja. Du wirst dich wahrscheinlich auch weiterhin noch sehr freuen mit dem Drifter. Ja. Das Problem ist, dass ich in der Klasse wirklich bloß einen einzigen Geländewagen habe. Ich muss ein bisschen shoppen gehen. Ein Kackbaum, Alter, und ich erwische natürlich wieder genau. Ja, wenn man nicht unbedingt mit Vollgas fährt, oh shit, und nicht unbedingt auf Häuser, dann kommt man mit so einem Drifter tatsächlich auch ganz gut durch die Landschaft. Du bist wahrscheinlich ein bisschen langsamer, weil du halt nicht mit Vollgas fährst. Klar. Ansonsten. Boah, was ist... Ja, yeah, Klugi. So, weiter so. Naja, pass auf. Seht auf dich. Das ist total witzig, dass alle schon so weit vorne sind und ich habe gefühlt keinen einzigen gesehen, aus der ganzen Lobby nicht, ne? Oh, Haus. Sorry, ja. Ja, weiter so, Robert. Weiter so. Pass mal auf jetzt, Robert, ne? Wenn du jetzt in meinem Team bist, kannst du jetzt ruhig mal dieselbe Leistung zeigen, als wenn du jetzt im anderen Team wärst. Das finde ich jetzt schon sehr, sehr bedenklich. Ich bin Zweiter in unserem Team. Ich war Vierter, aber Zweiter in unserem Team. Zweiter, aber Erster werden musst du. Uff. Tja, wer das jetzt GTA 4 war, das war das doch, glaube ich, wenn man da gegen die Mauer fährt, wo man durch die Scheibe durchfliegt. Ja, hätte es gerade einen kleinen Menschenbrei am Baum gegeben. Ein Kotzfleck am Baum. Stimmt, ja. Ein Eisbärfleck, genau. Ein paar weiß-rot gefärbte Pelzreste hätte man da noch sehen können irgendwo. Ah, verdammt, das Auto ist nicht zu kontrollieren, ey. Ja, ich kenne das. Also fährst du in der Bahn, ne? Ja. Also auf A und auf S1 fährt er sich klasse. Auf S2 ist bei fast allen von den kleinen Fahrzeugen so. S2 kannst du das Ding komplett in die Tonne treten. Ich bin direkt hinter dir. Ja, das glaube ich dir nicht. So, es ist ja von mir... Bei einer kleinen Mauer. Es ist ja schon keine gute Idee, in einem Drift-Modus einen Driftwagen zu nehmen, weil ich ja der, ihr wisst das, der absolute Drift-Gott bin. Aber jetzt hier natürlich in so einem Modus, das war eine ziemlich scheiß Idee. Ja. Aber es ist ein hübsches Auto. Ich habe es auch nicht ins Ziel geschafft. Ich habe es auch nicht ins Ziel geschafft und ich glaube Klugi auch nicht. Und ihr gewinnt... wir verlieren tatsächlich, sorry, so rum. Leider haben wir den Punkt nicht gekriegt, sondern Klugis Team. Zumindest ein Teilerfolg, dass wir wenigstens über 1000 Punkte haben. Das lief auch schon mal schlechter. Und wir sind in ein Rennen eingestiegen, wo schon das blaue Team einen Punkt Vorsprung hatte. Das heißt, Klugi liegt mit 2:0 vorne jetzt. Super. Ja, Alex, das gefällt mir nicht. Ja, aber ich war nicht Erster bei uns. Stimmt wohl. Ach ja. Tja, hast du Scheiße am Schuh, ne? Ja. Entschuldigt. Das geknistert. Ich habe meinem Avatar zumindest vor kurzem mal einen neuen Tanz hier verpasst. Also ein bisschen so möchtiger Michael Jackson. Aber ich habe irgendwie noch nicht so meinen Tanz gefunden in diesem Spiel. Ich weiß auch nicht. Und der Trick ist einfach keinen Tanz zu nehmen. Ah. Ja. So. Ist auch immer sehr unterhaltsam, wie. Das ist, glaube ich, jetzt Beach View. Das ist, glaube ich, jetzt ein Rennen wieder mit Checkpoints. Und sehe ich das richtig, dass in unserem 6 Leute sind oder im anderen 5? Ja. Ja. Das ist nicht zwingend gut. Meistens ist das eher schlecht. Hier, den Tanz musst du nehmen. Der war super. Ja. Der Polizist da. Das ist so gut wie alle, die so einen übertriebenen Sportwagen haben. Und Alex da mit seinem kleinen Bart antritt, das ist so kurz. Ach, Checkpoint, shit!
Ja, sag ich doch. Ja, ich hab nicht dran gedacht. Ich hab überhaupt nicht dran gedacht. Ah! Ist das böse? Okay. Ich müsste auch mal Offroad-Reifen verpassen im Wagen hier. Ja. Ich habe, glaube ich, einen Drag-Reifen drauf. Okay. Kommt richtig gut. Ja. Also, Robli, ich muss dir mal sagen, wir sind in einem richtigen Kack-Team, weil bin gerade an zwei meiner Leute vorbeigefahren, die sich irgendwie zusammen 360 im Kreis gedreht haben. Das ist jetzt nicht unbedingt hilfreich. Und ich bin schon schlecht unterwegs hier hinten. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich gebe mir Mühe, aber ich kann halt auch nicht zaubern. Komisch. Kommt dann der Strand, dann wenn du nicht mit mir im Team bist, kannst du plötzlich zaubern, ne? Ja, aber offensichtlich. Da liegt es wohl an dir. Oder an meinen Cheats funktionieren nicht, wenn du dabei bist. Bei der Hex. Was? Oh nein, ich bin auf der anderen Seite der Mauer. Oh, aha. Was? Nein, wie komme ich denn jetzt auf die andere Seite der Mauer? Was ist das denn? Oh nee, jetzt fahre ich voll nach hinten. Nee, ich muss nach hinten fahren. Oh, ich kann mich komplett in die Tonne fahren. Ich bin raus. Also ich überhole hier nur Rote. Robli, ich überhole hier nur Rote. Unsere Leute sind alle hinten, ey. Ja, das ist schlimm, ich weiß, die sind alle hinten. Ist was traurig. Ja. Aber es ist eine schöne Strecke, ne? Ja, das ist schon. Absolut. Also gerade so ein bisschen Offroad und sowas, das macht wirklich Spaß. Bisschen am Strand entlang. Oh, ich hasse Sprünge. Ich hasse Sprünge so sehr. Ich muss mir echt noch ein paar Offroad-Fahrzeuge in den verschiedenen Klassen besorgen, das ist hier echt sonst ein Elend. Und da fährt der Kotze an mir vorbei. Tatsächlich? So schlecht bist du? Ich sag dir, ich hab diesen einen Sprung verkackt. Ich bin mit dem Sprung links an der Mauer gelandet. An einer Mauer, an der man die man nicht durch kann, wo auf der anderen Seite der Checkpoint war. Ich musste einfach zurückfahren. Ist das böse. Um den Checkpoint zu erwischen. Ja, deswegen hasse ich Sprünge einfach, weil du nicht wirklich kontrollieren kannst, wo du landest. Eben. Tja, es gibt. Ja, es tut mir leid. Alles gut, du kannst ja nichts dafür. Ja, zumindest habe ich es noch ins Ziel geschafft. Ja, ich auch. Das ist ja. Bei mir steht aber was anderes. Aber unser Team ist schuld. Ja, stimmt, du hast es nicht ins Ziel geschafft. Ey, ich war, also immer ohne Scheiß, 20 cm vor der Ziellinie dann, oder was? Das muss dann genau mit dem. Das ist ja eine Frechheit. Drüber gefahren bin. Gerade so nicht gereicht haben bei dir. Oh. Ich habe weniger für die Runde bekommen als die Runde davor, wo wir nichts gemacht haben. Ja, wo wir nichts gemacht haben, der Typ rausgegangen ist. Beim letzten Mal. Ich würde schon sagen, da kann man noch mal einen dranhängen, ne? Der ist ja schon vorbei, das kann man nicht so stehen lassen. Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist dann vielleicht auch wieder zusammen. Und vor allem. Es geht auch nicht, dass ich bei euch im Team war, also mit dem Kotzi, sondern ich muss im Gegnerteam sein, das kennen wir ja schon, anders funktioniert das nicht. Ich habe gerade einen Global Ready Plus Beetle bekommen von Volkswagen, der ist ja ganz schick aus. Mhm. So wie der S2, weil es schön war. Ja, aber diesmal irgendwas Cooleres. Irgendwas, ich brauche was mit großen Reifen. Das ist, und wenn ich mich überschlage, ist dann auch egal. Das ist dann. Okay. Ich glaube, ich nehme Ideen jetzt aus Spaß. Alex, das meine ich, dass ich das Gefühl habe, dass S2 öfter vorkommt. Also von den ganzen Rennen, die wir jetzt in der heutigen Aufnahmesession schon gemacht haben, war die Hälfte, glaube ich, S2 gewesen. Ja, weil du es gesagt hast. Ja, oh, genau. Das ist das, ja. Das ist so ein haltloses Argument, gegen das ich nicht sagen kann, das überhaupt keine Argumentationsgrundlage hat. Das ist voll unfair. Da kann ich nur ein Gegenargument mit Nein. So. Nein, das ist nicht genauso gut wie dein Argument. Das funktioniert ebenso gar nicht eigentlich. Wie kommt denn deine Mama damit klar, dass du mit uns hier gerade den ersten Advent verbringst, lieber Greif? Heute ist ja der, zum Aufnahmezeitpunkt ist ja der erste Advent, ja genau, stimmt. Genau, das ist richtig. Ja, die kommt das ja gut mit klar. Sie hat gesagt, sie kann sich sehr gut beschäftigen. Ja, sitzt wahrscheinlich gerade vor ihrem Tablet und Netflix. Ach cool, so eine Mama hast du. Ah, ja. Und, als ich in München gelebt habe. Nee, ich wollte bloß sagen, das, was man so als Familie am ersten Advent halt macht, ne? Der Sohn sitzt vor der Xbox, sie sitzt vorm Tablet, das ist halt. Ja, so.
Familienleben halt, ne? Ja, Weihnachten. Genau. Ach ja. Ja. Was ich sagen wollte, als ich in München das halbe Jahr gelebt habe, da weiß ich noch ein Wochenende, als ich zurückkam und bei meinen Eltern halt das Wochenende verbracht habe, da war Mutter eifersüchtig gewesen, weil ich mich von den, ich glaube, 4 Tagen, die ich da war, einen Tag getroffen habe mit Freunden. Oh. Und da musste ich mit mir hinsetzen und ihr erklären, achso, Checkpoints, Vorsicht, muss mit mir hinsetzen und ihr erklären, dass es okay ist, wenn ich nur 3 Tage von 4 habe. Naja. Siehst du mal. Da wollte ich mich dazu eigentlich verunsichern, wie ich die Mutter hasse, aber gut. Oh Gott, Kuchen. Ganz schlimm. Dass er davon eingeschlafen wurde. Ah, die Kurve war echt wir böse, sind, wir sind in einem Team. Ja, die Kurve war richtig mies und dann haben sich alle da aufgestapelt. was mich gerade wundert, warum steht eigentlich bei euch KBTV für unser Forza Horizon Team und bei mir nicht? Ja, das frage ich mich auch. Es gibt zwei verschiedene Arten von Clubs in diesem Spiel. Das eine heißt, glaube ich, Team und das andere Club oder so. Wir sind in diesem richtigen Club sind wir gemeinsam zu dritt drin, ja. Wo es wichtig ist, dass man das hat, weil du damit halt Events machen kannst oder Ja. was. Wo ich dir jetzt auch die Admin-Rechte gegeben habe, Ja. die Besitzrechte. Und dann gibt es noch einen anderen und der, glaube ich, der hat gar keinen Nutzen, außer dass du dieses Tag hast vor dem Namen. Und da bist du, glaube ich, nicht mit drin. Aber vorhin, also ich könnte mir wetten, dass wir in einem der letzten Videos, die wir aufgenommen hatten, dass das bei mir noch vorne dran stand. Aber Das kannst du gerne nochmal nachschauen. Das müsstest du ja dann ganz leicht sehen können. ja, vielleicht können wir das zwischen den Aufnahmen nochmal testen, was du da genau meinst. Ich habe nämlich keine Ahnung, von was du redest. Ja, ich auch nicht so richtig, aber ich kann ja nochmal schauen. Bei den Club, den haben sie tatsächlich, der war bei Forza Horizon 3 besser, weil man da eine Übersicht hatte, wer zum Beispiel in der Woche der beste Spieler ist und sowas. Das haben sie komplett rausgenutzt. Oh Mann, ey. Da wechsle ich jetzt hier auf den Geländewagen und es läuft noch schlimmer als vorher, ne? Na, jetzt fährst du auf Straßen in der Zeit. Oh. Ja, aber wir ziehen euch hier gerade ganz gut mit. Also der Michael, der die ganze Zeit Erster ist, der hat einen unglaublichen Vorsprung, der fährt extrem gut. Und ich kämpfe hier gerade die ganze Zeit mit diesem Poet, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich Franzose. Und ich bin den Zweiten. Oh, das ist echt böse. Ich kann meine Karre nicht steuern. Ja, geht mir ganz genauso. Der lenkt nicht, der bremst nicht. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe die Kiste voll aufgetunt. Ja, da liegt das Problem. Die meisten Fahrzeuge funktionieren nicht so gut, wenn man die voll auftunt. Ihr dürft an euren Positionen jetzt nichts ändern, außer nach oben. Sonst verlieren wir. Ich bin leider Letzter. Ich bin leider echt keine große Hilfe. Ich kann die Dann Kiste hier kannst gerade du nur dich sehr nach schwer hinten nicht kontrollieren. ändern, das ist schon mal gut. Klugi bleibt Fünfter bitte, oder bleibt Vierter? Ja, Sehr kurz schön. vor Ziel, ich bin nicht Gerade reingekommen. so gewonnen, sehr gut. Boah. Bin ich auch reingekommen? Dicker Nee, brauner nicht. Bremsspur nach Hause geschlittert. Sehr schön. 50 Punkte Vorsprung. Na, das war ja aber echt mal hier spitz auf Knopf. Warst du das echt in diesem hässlichen kleinen Kackwagen, Alter? Ja. Das sind ja 3 Reifen. Nicht 4, 3. Die sind meistens ziemlich schlecht in der Kurve. In Mario Kart gibt's auch so Ja, eine ich habe mir Kiste. gedacht, das Ja. könnte gehen. Okay. Fährt er sich gut, du, Alex? Nein. Oder? Zum Driften vielleicht, aber. Das ist das Problem bei diesen 3-Reifen-Fahrzeugen einfach immer. Also der hat unglaublich breite Reifen vorne, deswegen geht das vielleicht, aber in der Regel kippen die halt echt weg bei zu hohen Geschwindigkeiten. Das ist problematisch. Hintenrum ist es nicht so schlimm, weil der Motor ist ja vorne ist alles, Ah, der kann ja nicht stimmt, so leicht stimmt. kippen, aber wenn man es andersrum Frontantrieb. hätte, dann wäre es. Okay. Ja. Also mit Kippen habe ich nicht das Problem, aber der ist halt, der übersteuert, untersteuert richtig. Okay. Das heißt, ich rutsche aus den Kurven raus. Ja, mein Wagen hat irgendwie gerade alles Kacke gemacht, was er nur Kacke machen kann. Ja, das lag auch eindeutig am Auto, glaube ich. Ja. Es lag daran, dass einfach diese Strecke zu viele Kurven hatte. Ich habe mir Ja, das Auto ja. eigentlich geholt, um wie gesagt Schilder und Straßen zu sammeln und quer durch die Prärie zu brettern und nicht um präzise über irgendwelche Brücken zu fahren. Also ich kann dir nachher nochmal kurz nach dieser Aufnahme gerne meinen Wagen zeigen. Wenn Sie dir mal anschauen, der fährt sich einfach wie eine Eins. Also wirklich, im S2-Bereich habe ich kein anderes Auto bisher gefahren, das so traumhaft in der Kurve liegt und trotzdem so gut Power auf die Straße bringt. So, das machen wir dann auch. Er sagt, nach der Folge kaufe ich mir die Kiste einfach mal und dann machen wir es einfach das nächste Mal, wenn S2 Hast du kommt, es ja, einfach ne? besser. Na. War das Applaus? Schön das Geld rausschmeißen.
Nee, das war so ein. Kennst du diese Bewegung? Ach so, wenn man, wenn das Geld so, ja, klar. Wird, wenn du so richtig schön. Du schmeißt die Fuffis in den Club und schreit, ho, ho! Genau. Ja, genau so. Ich glaube, der kostet so um die 100.000 oder so, also der ist nicht ganz billig. Das kann ich mir leisten. Und die gibt's nur im Game Shop, weil das eine Horizon Edition ist. Oh. Ja. Ja. Also das ist eine Horizon Edition und der bringt aber dadurch auch mehr Erfahrung, glaube ich. Ein bisschen 10% mehr Erfahrung oder so. Ja. Oder Fans, dann nennt sich das ja hier schon. Und ciao. Das ist ja schon eine Frechheit. Das ist Freeroam Rush. Ach, oh, fuck, das ist Freeroam Rush. Fuck, hier ist ein Bauernhof. Wo müssen wir denn hin? Ich habe keine Orientierung. Rechts, links? Kann mir das einer mal sagen? Rechts. Ich hab die Markierung auch noch nicht sichten können, ne? Ach, ganz rechts sogar! Ja, genau. Da ist Wald. Ich sehe das nicht. Hä? Das ist dunkel. Ich bin überhaupt nicht durch. Ich weiß einfach, dass man die. Ach, da, jetzt siehst du. Okay, wir sind völlig falsch gefahren am Anfang. Kacke, Mann. Warum? Was ist. Gefühlt sind aber alle irgendwie falsch gefahren, ne? Ja, von Kotzberg liegt jetzt auf dem ersten. Ja, klar, weil alle total verkehrt gefahren sind. Hier ist Wald. Oh fuck, hier ist ja ein übelster Wald, ey. Oh nein. Ja. Ich bin da gelandet. Das kann ja bloß in die Hose gehen jetzt. Oh, ist der dicht, ey. Oh. Mhm. Den dichten Busch habe ich schon lange nicht mehr vor der Nase gehabt. Aber zumindest riecht dieser nicht. Ah, sehr gut. Das gefällt mir. Ja, wenn man ein Blitz da unter der Gürtellinie ist und du setzt nochmal einen drauf. Das finde ich schön. Danke dir. jetzt bin ich an so einem Kackschild hängen geblieben. Das musst du erstmal schaffen. Bergab an einem Baum hängen bleiben ist auch ganz schlecht. Ja, genau, die einzige Hütte erwischt, die weit und breit ist. Super. Ich glaube, das ist der See. Ja, wunderschön. Es gibt's doch nicht! Es lief so gut! Nicht zählt auf ewig, leider. Auch nicht der erste Platz bei Vorbereitung. Uff! Ach, ja, naja, gut. Zumindest sind britische Bäume stabil, das tut mir mehr weh als denen. Sehr schön. Das ist gut. Ach du Scheiße, ich verkack's gerade total, ja. Aber so richtig. Und der wird zum Glück einer für den ersten gerade, der Micha. Der läuft uns ein bisschen raus. Vielleicht guck ich mal ein bisschen nach vorne. Brücke! Mann, auf den 7. zurückgefallen. Ja, das ist sehr ehrlich. Ich fahr jetzt einfach durch den See, weil da sind zumindest keine Hindernisse. Weil ist der See flach genug, dass man durchfahren kann? Ich bin jetzt relativ ängstlich am Rand unterwegs, da geht's ganz gut. Okay. Das ist gleich. Das ist ein Offroader gehabt jetzt, ne? Ja. Okay, ja, dann ist das eine gute Wahl eigentlich, weil der kommt noch relativ schnell voran im Wasser. Ich versuche jetzt mal mitten durchzufahren, jetzt bin ich abgesoffen. Okay, schade. Oh nein, man ist nicht so gut. Komm. Stopp. Ich habe eindeutig die falsche Karriere für einen. Mann, zieh mal Mädchen, zieh! Sind da schon mal zwei, glaube ich. Yes! Der zweite und dritte sind unbedingt der erste von denen. Oh shit, da war der See zu tief. Also wenn ihr euch ein bisschen anstrengt, dann können wir das mal schaffen. Nee, ich komme leider nicht mehr durch den See durch. Ich bin völlig. Ich sauf nur noch ab. Wir müssen da vorne. Ja, okay, sehr schön. Nee, hat gerade nicht gereicht. 50 nee. Punkte. Nee, gerade so nicht. Verdammt. 50 Punkte, ich glaub's ja nicht. Nee, wir lagen hinten. Dann, achso, kann auch. Der eine Typ ist rausgegangen bei uns. Ah, dammit. Und dadurch haben wir. Daran lag's. Also sieht jetzt 1-1, das ist okay. Das ist wenigstens spannend. Wir können ja nicht immer ein 3-0 gewinnen, das wäre langweilig. Genau. Ach ja. Da nützt der schönste Eisbär auf dem Jeep nix, wenn er im See versinkt. Das stimmt, ja. Und Eisbären können auch super schwimmen, ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Ja, der Eisbär nicht, der ist zu fett zum Schwimmen. König. Das ist doch nochmal was Lustiges, sehr schön. Ja, das kannst du auch.
Und ich und Alex auch. Das kannst du, gnädig. Das kannst selbst du. Als ich gemerkt habe, wie arschig das war, habe ich mich noch hinten dran gefügt und Alex auch, damit es nicht ganz so arschig wirkte, aber es war schon zu spät. Ah, sehr schön. So, wer ist denn König hier? Robert. Oh Gott, ich bin König. Ja! Stell dich unter die Brücke. Nee, da komme ich nicht schnell genug weg, weil das ist krass, da habe ich kein Glück. Sobald da einer kommt, bin ich plötzlich da in der Falle. Versuche einfach in Bewegung zu bleiben, das funktioniert eigentlich am besten. Gut, es geht von den Gegnern fernhalten und in Bewegung bleiben. So in 8 Sekunden brauche ich jemanden. Wenn einer von euch herkommt, dann steht's weg. Ah, fuck, ich habe die Krone verloren, weil ich gerade nicht auf die Strecke geachtet habe. Sorry, ich versuche das. Ich habe eine Krone. Wie das? Ja, gut. Tschüss. Ah, die Krone, die gegnerische Krone hier ist gerade sehr gut verteidigt worden, muss ich ehrlich zugeben. Neun Sekunden. Läuft gerade nicht so. Bleib auch an allem hängen, was diese Karte zu bieten hatte. Oh, ich hab ne Krone. Cool. Ja. Ich hab auch eine Krone. Jetzt nehmen wir langsam Vorsprung raus, wenn wir uns gut anstellen. Ich fahr mal hier den Typen hinterher. Der verliert als erstes die Krone. Trotzdem müsstest du die Krone bald abgeben. Ja, kommt doch mal einer her. Ich kann nicht. Jogi, wenn du zu kurz hin könntest, wäre super. Ja, warte. Ich komme immer noch auf jemanden zugefahren gerade. Im Moment bin ich sogar noch recht flott unterwegs, muss ich sagen, also. Hier! Achso. Mein Auto ist so klein und schwächlich, dass ich von Ecke hau. Alles gut, wir müssen den hier. Komm. Ah, Mist. Sorry. Alles gut. Oh mein, hab sie. Jetzt hast du einen Vorteil. Ich hab sie. Nein, jetzt hat mich einer. Das war ein Fehler, dass er hier lang gefahren ist im Wasser. Ah, du musst dich im Wasser aufhalten. Da kann dir eigentlich niemand was. Aha, stimmt. Nee, im Wasser bist du scheiße langsam. Nee, aber nicht mit meinem Jeep. Aber er hat einen Jeep. Ja. Achso, stimmt. Oh, stimmt. Ja, ein Jeep ist die beste Idee. Absolut, ja. Achso, du bist verlangsamt. Dann ist kacke. Aber bis dahin bist du eigentlich ganz gut im Kopf. Warte mal, ich bleib mal bei Ich glaube, er ist trotzdem schneller im Wasser, auch wenn er ausgebremst ist. Ja, es läuft ganz gut. Langsamer. Verfolgt. Du bist stärker, also zunehmend langsamer, wenn du nicht ausgebremst bist. Der Verfolger kann ja nichts, er hat selber eine Krone, aber da kommt ein Roter, der löst dich ab. Alles Rubli. Boah, das war knapp. Shit. Ja, das war ziemlich knapp. Aber die Wassertaktik war eine hervorragende Idee. Okay, ich habe ja selber eine Krone, sorry. Wissen wir kurz, ich versuche dich zu finden. Ah, ich sehe dich, ich versuche zu dir zu kommen, um die Krone abzunehmen. Du, das läuft super hier, wirklich. Mann, die Wassertaktik, die geht mega auf. Okay, na gut, dann versuche ich die Krone um die abzunehmen. Die haben keine Chance hier. Wir liegen ganz gut vorne, um fast 2 Minuten inzwischen. Da 10 haben wir gewonnen. Okay, jetzt haben sie mir abgenommen. Aber die Wassertaktik an sich, wenn ich nicht aus dem Wasser rausgefahren wäre, hätte super funktioniert. Hab sie wieder. Schlecher. Und doch ein ganzes Wasser. Oh, ich bin ein König. Oho. König? Bist du Ass oder Pik-König? Ass-König vor allem. Herz oder Pik? Ass-König, ja, ich bin Ass-König. Ah. Oh Mann, ich kam nicht vom Fleck weg hier. Ist alles okay, ich bin direkt am Arsch von der Typen, ich bin so viel zu wechseln. Hab sie. Sehr schön, guter Mann. Also der Spielmodus liegt uns. Ja, der läuft, der macht doch richtig Laune. Stand gewonnen, ey. Hui. Und Kotzbär, Alter. Am meisten Zeit mit Krone. Du hast ja, nochmal danke an Klugi. Die Idee mit der Wassertaktik, die ist voll aufgegangen.
Ja, deswegen, Nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. wenn man mal irgendwie komplett Spielmodus machen sollte, dann muss man sich so ein schweres Gerät nehmen, Mit womit man hoher dann einfach nicht Reichweite. ausgebremst wird. Ja. Noch besser sind die ganzen Trucks. Ja. Kommt das mal wieder ein Rennen? Ne, Free Roam Rush, ja? Also vom Spielmodus her. Freifahrtjagd. Keine Checkpoints. Okay. Ohne Checkpoints. Ich starte direkt vor einem Pfosten, Alter. Richtig super. Also. Ja, quasi zurück jetzt am Anfang erstmal. Nicht geradeaus, wir müssen rückwärts fahren jetzt erstmal. Genau, es ist wieder ohne Checkpoints, ne? Ja, habe ich richtig verstanden. Genau. Gut. Exakt. Und am Ende ist eine Stadt, also da eher auf Straßen halten dann. Ja, voll in Laterne gefahren. Wie stehe ich denn? Oh Mann, ey, keine 100 Meter gefahren und schon irgendwo hängen geblieben. Also in der Phase, wo ich hier Schilder und Straßen gesammelt habe, bin ich ja teilweise gefühlt minutenlang durch die Prärie gefahren, ohne einen Baum zu erwischen, aber im PvP ist das irgendwie was anderes, ne? Ja, du bei dem anderen wählst du ja den Weg selbst. Du siehst, oh, ein hübsches Feld, da fahre ich mal lang, so nach. Nee, da habe ich mir auch Wegpunkte gesetzt zum nächsten Schild oder sowas und bin dann auch wirklich Luftlinie gefahren. Keine Ahnung, okay. Ich weiß es nicht. So lala immer, wenn ich Straße fahre. Einen kurzen Moment kann man das immer machen, aber. Wenn du kannst du nicht Offroad kontrollieren. Mir fehlt ein Rad. Ach so, ja, stimmt. Ja, das macht es nicht unbedingt einfacher, ne? Hast du das Rad verloren oder was ist denn passiert? Ja. Der war nicht so geistreich. Ich hab versucht, irgendwas Lustiges zu antworten, aber. Ja, ich hab. Ich habe kurz überlegen müssen, ob Rupi das ernst meint. Deswegen habe ich gedacht, so, ich wollte ihm gerade erklären, dass er dein Auto nur drei Räder hat. Aber ich. Dann kam es mir schon, dass es, glaube ich, tatsächlich einfach ein schlechter Witz war. Ich sehe die Markierung nicht mehr. Shit. Ah, jetzt habe ich es wieder. Wir müssen zum Schloss. Also entweder rechts halten bei der Stadt oder halt wirklich auf eine Straße gehen, sonst hat man dann nachher echt Probleme. Oh, ist ein Fußballfeld. Wow, ich hab nie gesehen auf dem Spiel. Kommt bei dieser Stadt nicht wieder irgendwo diese unzerstörbare Mauer oder so ein Blödsinn? Ja, eben. Da sind dann noch überall Häuser und unzerstörbare Mauern und sowas. Dann ist das typisch auch. Ja, hier ist die Mauer. Ich glaub's nicht. Ach, ich glaub's nicht. Ja, du bist wahrscheinlich direkt neben mir. Ich seh oh, schon. Mann. Ich hab Fehler gemacht, nach rechts zu fahren. Aber ja. Das gibt wahrscheinlich einen Schief. Weil die ist ja ziemlich weit rechts. Oh nein, Alter. Hallo. Hi. Und gut, dass wir Great Learner haben vorne. Und mich. Und dich natürlich. Oh, jetzt noch eine Mauer. Mann, bleib auf den Straßen. Hör nicht auf mich. Bleib auf den Straßen. Folg nicht mir. Ich bin nicht dir gefolgt. Ich hab. Natürlich. Nee. Das ist die gleiche schlechte Entscheidung getroffen. Ja. Oh, jetzt sind wir. Das sieht ja nicht so rosig aus. Ja, wir waren richtig weit vorne, Mann. Wir müssen Alter. Nur den blauen da vorne noch einholen. Der da rumsteckt. Ja. Der steckt fest. Der ist doch mit den Gebäuden drin. Ich höre noch mehr raus, mein langes Gut auf Straßen. Oh, Telefonzelle, ich glaub's nicht. Die meisten Dinge lassen sich in diesem Spiel ja zerstören, aber wenn du einen Tick zu langsam bist, dann sind die Dinger ja hart wie Stahl, ne? Ja, vorbeigefahren. Klasse. Also meine 326 fahre ich hier, aber das Ding kann sich aber nicht kontrollieren. Ja. Was, die haben gewonnen? Ja. Was? Das sah aber gerade anders aus. Das sah eben anders aus. Ja, ne? Wir haben es auf den letzten Metern, glaube ich, noch ziemlich verkackt, ne? Super. Oh, jetzt wird's knappes Ding jetzt zum Schluss. Jetzt geht's um den Matchpoint. Endspurt. Jetzt hoffentlich nochmal King oder so, das können wir gut. Ja, unwahrscheinlich, dass der Modus so wahrscheinlich so schnell hintereinander kommt, ne? Ja, jetzt wird wahrscheinlich irgendein anderer Fun-Modus kommen, ein Zombie oder sowas vielleicht nochmal. Mal gucken. Oh, der ist ja auch ganz witzig. Ja. Ach, solange sich mein Avatar freut, freue ich mich auch. Ach.
bin mir sicher, dein Avatar freut sich immer. Der ist immer gut drauf, ja. Ja, das bist ja leicht zufriedenzustellen, das ist ja super. Tja, das sind die kleinen Dinge im Leben, an denen man sich festhalten muss. Köffelt ein Rennen. Gut. Ja. Aber es ist ein Rennen, also ihr müsst auf Checkpoints achten. Danke für den Hinweis. Sag's lieber zweimal, um sicher zu gehen. Ja. Also Jagd ist immer von A nach B und alles andere ist so ziemlich immer Rennen. Alles klar. Aber wir sagen es nochmal. Danke. Ah, was machst du da? Dance Battle gegen Poe. Ja, aber sowas von. Gleichen Outfit. Nochmal Checkpoints nicht verpassen. Danke. Klugi, sorry. Nein. Sorry, Klugi. Das tut mir so leid. Ich hab auch alle den Abhang runter, ey. Ich hab dich bloß links vorbeisausen sehen, da war schon zu spät. Das Auto kann man nicht. Da sind ja gerade extrem viele den Abhang runtergerutscht. Vor allem sehr viele blaue, das ist gar nicht so recht gewesen. Ich hab jetzt drei Leute, die vorderen Platz. Das war nicht deine Schuld. Das Auto ist einfach gerade ausgefahren. Achso, okay. Es hat jetzt wirklich ein bisschen was von Mario Kart irgendwie so. Als hättest du eine Abkürzung entdeckt. Hau ab, was da hinten lag. Nee, ich sollte aufhören, blödsinnige Autos zu nehmen. Aber das ist witzig. Eben wollte ich gerade sagen, du siehst zumindest lustig aus, ne? Da sollst du lieber den Abarth nehmen, der lässt sich einigermaßen kontrollieren. Ja, was hast du in diesem Abend? Das ist ein hässlicher Dreirad am Typ, ne? Ja, okay. Ja, morgen 3-Wheeler. Aber ich überhole einen blauen. Sehr gut. Wir machen, also unsere, von uns sind drei auf den ersten drei Plätzen. Und danach kommt ein Gegner und dann bin ich auf dem fünften. Also das, wir rocken das eigentlich gerade ganz gut raus. Aber könntest du bitte erwähnen, dass ich einer von den drei bin, die auf den ersten drei Plätzen sind? Echt? Also das habe ich gar nicht wahrgenommen. Tatsächlich. Aber ich bin schon wieder Vierter. Ich Fünfter. Ah, Scheiße. Hat es jetzt richtig böse erwischt. Das ist okay, wir rocken das trotzdem. Das ist gut. Da war ich eben Fünfter. Fünfter ist völlig in Ordnung. Ich bin schneller als ein Porsche. Oh. Da wäre gerade ein Gegner an mir vorbeigesprungen und hat aber voll ein Haus erwischt. Ich habe das genau aus dem Augenblick gesehen auf meiner Kamera. Sah sehr witzig aus. Alter, ist der Checkpoint böse, ey. Oh, Kugi! Hallo! Du musst dich entschuldigen, ich merke das gar nicht, wenn du gegen mich tatzt, aber... Nee, alles gut. Ach, das ist hier gar nicht Zombie-Modus? Ich muss dich gar nicht. Ja, ich bin ja froh, dass die anderen auch mal ein paar Fehler machen, schon wieder auf dem vierten. Das ist ja zumindest ein halber Trost. Boah, die Bande hat mir jetzt echt das Leben gerettet. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass die jetzt überhaupt kommt. Ja, da ist die echt unglaublich. Bin ich dankbar. Aber wenn du über die Bande rüberspringst, auf der falschen Seite landest, dann... Ach, ist dir das schon passiert? Ja, hab ich gar nicht oft genug erwähnt, glaube ich, oder? Der Zweitplatzierte ist gerade am Checkpoint vorbeigefahren. Ich habe mich selten so sehr gefreut. Der ist, glaube ich, jetzt hinter mir. Ja, ich bin Zweiter, Ladies and Gentlemen. Zweiter, das ist die Zahl nach der 1. Ja. Ich lasse jetzt mal nicht den Arsch raus. Ich glaube, wir haben es verloren. Ach. Ja, ich glaube auch. Das war echt eine sehr harte Niederlage. Ach, Robli, du hast es ja gewonnen, das habe ich gar nicht gesehen, siehst du mal. Ja, habe ich gesagt, ich sage nichts. Das ist egal, trotzdem, ich genieße den Moment. Ja, absolut. Gute Leistung, auf jeden Fall. Möchte ich auch nicht bestreiten. Im wunderschönen Wagen, im wunderschönen Tanz. Und dann gucken wir jetzt einfach mal bei Gelegenheit, warum bei mir nicht KBTV vor meinem Namen steht für unser Racing-Team. Und ich werde mir nochmal die eine oder andere coole Kiste holen müssen. Aber ich habe ja einen Einkaufstipp bekommen und den werde ich dann beherzigen. So. Was ist los? Hörst du? Klingst du geschockt? Ich habe Level 150 erreicht und habe jetzt ein goldenes Emblem und kein silbernes mehr. Oh. Ja, ich weiß. Ich habe gerade einen Challenger bekommen. Boah, du Pisser. Nicht schlecht.
Okay, machen wir Schluss für heute. Wir machen Schluss für heute. Tja, alles ein bisschen chaotisch, ein bisschen improvisiert, aber wir haben auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und ja, ich gehe hier erstmal raus, bevor das Elend wieder von vorne an anfängt. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich danke euch beiden. Tschüss. Ciao. Ciao.